Na toll. Da sind jetzt wirklich Leute eingezogen, ja? Ist hier jemand? Nein. Ich sollte Larry holen, damit er Megan sehen kann. Dann wird er mir endlich glauben, dass es in Edisons Apartment spukt. Larry, bist du da? Ja, was gibt's? Kannst du rauf in 504 kommen? Klar, Mama hat gerade ihre Medikamente genommen und ist ohnehin jetzt nicht ansprechbar. Ich komme gleich rauf. Also, was wolltest du mir zeigen? Komm mit, sie ist im Badezimmer. Sie? Jetzt komm schon. Der fünfte Stock hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Sch! Was? Warte kurz. Megan? Bist du hier? Hallo? Ich möchte, dass du meinen Freund Larry kennenlernst. Ich glaube nicht, dass hier irgendetwas ist, Kumpel. Vielleicht hat sie Angst. Sie ist ziemlich schüchtern, obwohl ich konnte sie schon länger nicht mehr herauslocken. Ich hoffe, es geht ihr gut. Du kommst also in dieses schimmelige Badezimmer, um mit einem toten Mädchen zu sprechen. Wie oft kommst du hierher? Ich habe schon ein paar Mal mit ihr sprechen können, aber wie bereits gesagt, scheint sie in letzter Zeit nicht mehr hier zu sein. Larry, ich bin nicht verrückt. Ich werde es dir beweisen. Hey, ich habe nie behauptet, dass du verrückt bist, Kumpel. So seltsam es auch klingen mag, ich glaube dir. Du bist mein bester Freund und wenn es mir nur irgendwie dabei hilft, meinen Vater zu finden, ist das schon okay. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir sie heute sehen können. War nur so ein Gefühl. Alter. Weißt du, wem du davon erzählen solltest? Todd. Er ist das vielleicht klügste Kind, das ich kenne und interessiert sich genauso wie du für übernatürliche Dinge. Er kann dir sicherlich helfen. Todd? Im Ernst? Ich hätte nie gedacht, dass er sich für so etwas interessieren würde. Er wirkt immer so normal? Rational? Ja, genau so. Okay, dann werde ich mal mit ihm sprechen und schauen, was ich herausfinden kann. Gut, ich gehe mal wieder runter und schau, wie es meiner Mutter geht. Meld dich, wenn du was findest. Geht klar. Okay, man kann ja auf jeden Fall nichts machen. Schlafzimmer. Okay. So, ich guck mal eben, ob hier jetzt auch noch mal jemand neu eingezogen ist. Oh, hä? Ja. Okay, also hier scheint es leer zu stehen. Was ist das? Kann man nichts machen, okay. Wo habe ich den Todd denn eben gesehen? War das auf der ersten Etage? Es war auf jeden Fall bei diesen Snackautomaten, aber der scheint nicht hier unten gewesen zu sein. Ach nee, der war im Keller bei der Wäsche. Das ist doch der Todd, ne? Nee, das ist Chuck. Okay. Nein, da wollte ich nicht drauf gehen. Raum 202. Ah, okay. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Ach, der war das. Hallo, Sallyface. Tut mir leid, dass es gedauert hat. Ich bin gerade fertig mit Ashleys Nachhilfe. Kennt ihr euch schon? Oh, wer hustet denn da so? Hey, ich bin Ash. Ich glaube, da hat sich gerade einer verknallt. Du bist Sallyface, stimmt's? Ich habe schon so viel über dich gehört. Ich, über mich? Wirklich? Ja, nur Gutes versteht sich. Ich freue mich so darauf, dich endlich zu treffen. Mich auch, dich auch. Ich meine, es freut mich auch, dich kennenzulernen. Ich würde liebend gerne bleiben und weiterquatschen, aber ich muss los. Danke für die Hilfe, Todd.
Kein Problem. Nächste Woche ist Algebra dran. Klingt super. Bis später, Jungs. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder, Sallyface. Ja, das wäre toll. Schönes Wochenende, Jungs. Dir auch. Geht's dir gut, Sal? Du wirkst so nervös. Oh, ja. Mir geht es gut. Ich bin ganz ruhig. Okay, was führt dich zu mir? Ash wirkt nett. Ist sie auch in der 9. Klasse? Wie ist sie so? Sie heißt Ashley Campbell. Sie ist in der 9. Klasse wie wir und eigentlich ziemlich nett. Sie tut sich schwer in Mathe, also gebe ich ihr schon seit ein paar Wochen Nachhilfe. Im Gegenzug hilft sie mir gelegentlich bei unseren Kunsthausaufgaben. Klingt ja nach einem richtig guten Freund. Das hoffe ich doch. Aber du bist sicher nicht hergekommen, um über Ashley zu reden, oder? Was gibt's? Oh, stimmt ja. Ich sehe tote Menschen. Meinst du Mrs. Sanderson? Nein, etwas anderes. Das Gebäude wird von Geistern heimgesucht und über genau diese möchte ich mehr erfahren. Ah, verstehe. Ich brauche deine Hilfe. Danke, dass du mir alles erzählt hast. Ich denke, ich werde dir bei der Ergründung des Übernatürlichen weiterhelfen können. Ich selbst habe die Vermutung, dass es ein paranormales Wesen in meinem Badezimmer wohnt. Was, echt? Ja, es ist durchaus bemerkenswert, dass sowohl Megan als auch mein Geist im Badezimmer erscheinen. Wie dem auch sei, die Wasserrohre könnten ja als eine Art Leitung fungieren. Das ist jedoch nur meine Spekulation. Hast du das Steckmodul bei dir? Ja. Perfekt. Lass uns das Badezimmer erforschen. Was machst du normalerweise mit Megan, um Megan zu beschwören? Leuchtet der Gearboy immer, wenn sie da ist? Nicht immer. Meistens rede ich einfach mit ihr, dann kommt sie oder halt nicht. Okay, versuch es genauso hier und mit etwas Glück können wir einen Geist beschwören. Hallo? Ist noch jemand bei uns? Wir wollen dir nichts tun, wir sind ganz harmlos. Hallo? Ist jemand da? Es passiert nichts und der Gearboy leuchtet auch nicht. Ich habe eine Idee, zeig mal her. Ich glaube, ich kann deinen Gearboy so verbessern, dass wir damit Geister leichter finden. Cool, klingt gut. Ich brauche zwei Dinge, um die Verbesserung vorzunehmen. Als erstes brauche ich etwas, um die Aufnahmefähigkeit deines Geräts zu verstärken. Zweitens etwas, um seine elektronische Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Also eine Antenne und Batterien? Richtig, bringst du in mein Zimmer, wenn du fündig wirst. Eine Antenne und Batterien, okay. Trotz Eltern sind da drin. Ich möchte sie nicht stören. Okay. Ich mag deinen Fisch. Das ist Bob. Er ist okay. Meine Eltern meinten, ich bräuchte mehr Natur in meinem Umfeld als Gegengewicht zu dieser Technik. Ist nicht verkehrt. Ich sehe übrigens gerade im Hintergrund sind ganz viele Sachen über Aliens. Auch nicht schlecht. Passt das für den Empfang? Ich habe doch noch gar nichts. Okay. Passt das für den Strom? Okay, ich dachte, dass er mir jetzt einen Tipp gibt, wo ich jetzt die Sachen finden kann. Findet Gearboy-Verbesserungen. Ja, toll. Das hilft mir natürlich wirklich weiter. Der hatte doch hier einen Fernseher und alles stehen. Hat er dann gar nichts mehr? Badezimmer. Ach so, das war das mit dem, ja. Kann man gar nichts von mitnehmen. Vielleicht kann uns unser Kumpel ein bisschen helfen.
Ich bin am Überlegen. Also oben war ja der Fernseher an. Wie geht's deiner Mutter? Ja, das wird schon wieder. Der Wechsel der Jahreszeiten setzt dir immer zu. Es ist nur eine Erkältung, nichts Schlimmes. Okay. Hasta la vista, Sally. Stereoanlage? Oder kann ich da was? Hast du den neuen Song von Sanity's Fall aufgenommen? Ja, Mann, willst du es hören? Vielleicht später. Wenn du den Song hören möchtest, gib einfach Bescheid. Okay. Nach draußen gehen? Ach, vielleicht finden wir da was. Da war doch eigentlich nichts. Scheint nichts Nützliches zu sein. Tja, dann wohl nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Also ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwo ein Fernseher ist oder... Ich meine, da oben ist eine Antenne, eine Stereoanlage, aber ich denke mal, da kann ich ja nichts machen, oder? Ah, nee, dann hat er ja eben angefangen mit dem Ding hier. Und das hat gerade so geleuchtet, aber da ist nichts, was man drücken kann. Oh nee, oder? Hey, kann ich mir die Antenne ausborgen? Ja, ist okay. Oh, ist das dein Ernst? Gut, dann können wir die Antenne schon mal wegbringen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Typ jetzt war, war auf 2. Trotzdem. Passt das für den Empfang? Das müsste dann die Antenne sein, ne? Ja, das ist genau das Richtige. Passt das für den Strom? Na, Keycard gibt ja keinen Strom, die Trickbox gibt auch keinen Strom, da müssen wir ja was anderes machen. Funkgerät, gibt eigentlich auch keinen Strom. Oh! Ja, die Batterie des Funkgeräts eignet sich hervorragend. Gut mitgedacht, Sally. Okay. Mit den zwei Komponenten, die du mir gegeben hast und meiner eigenen Ausrüstung, kann ich die Verbesserungen an dem Gearball vornehmen, die ich bereits erwähnt habe. Gib mir einen Moment. Okay, alles fertig. Sieh ihn dir an. Den Super Gearball. Cool. Keine Sorge, du kannst immer noch Spiele damit spielen. Nur wenn du das komische Steckmodul reingibst, kannst du Geister jagen. Hey, super! Ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Unglücklicherweise habe ich ein paar Extrateile vom Funkgerät gebraucht. Der Rest war nicht mehr zu retten. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Larry wird das gar nicht freuen. Aber ist okay, es ist für einen guten Zweck. Großartig. Also für die besten Ergebnisse musst du die Antenne ganz ausfahren. Um das zu machen, drücke die Shift-Taste. Okay, der Bildschirm leuchtet auf, wenn du dich einer paranormalen Quelle näherst. Während dem Leuchten drücke die R-Taste für eine elektrische Entladung. Wenn meine Theorie stimmt, wird der Stromschlag genug Energie entzeugen, um Geistererscheinungen und noch anderes Übernatürliches sichtbar zu machen. Oh. Okay, schreibe ich mir am besten mal kurz auf mit dem R, sonst vergesse ich das gleich wieder. Okay, ich glaube, ich habe das Wesentliche verstanden. Ich schlage vor, dass wir es in meinem Badezimmer ausprobieren. Klingt gut. Okay. Wenn du bereit bist, drück die Shift-Taste, um den Super-Gear hochzuhalten. Was wieder nicht funktioniert, wie immer. Ach so, doch, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ach so, es wird sogar eher angezeigt. Okay. Vielleicht sollte ich... Hilfe! Es hat geklappt. Heiliges Kanonenrohr.
Hallo? Was ist denn? Ich dachte nie, dass er sie töten würde. Ich, das ist alles meine Schuld. Wen? Stacy und ihre Tochter. Oh Gott. Warum musste ich mich in eine verheiratete Frau verlieben? Man sollte immer seinem Herzen folgen. Du bist wohl ein Romantiker wie ich. Es einmal war? Hä? Ach so, wie ich? Es einmal war. Es ist nett, dass du das sagst, aber ich weiß es besser. Wir möchten dir helfen. Wieso hast du diesen Ort nicht verlassen? Wir können nicht fort. Was meinst du damit? Könnt ihr nicht loslassen? Was hält euch hier? Hast du einen Dämon mit roten Augen gesehen? Kannst du uns irgendwas... Nein, 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 nein! Was? Was ist? Er ist hier. Wer? Der Rotäugige? Der Stace und ihre Tochter umgebracht hat? Ich muss gehen. Es tut mir leid. Oh, wenn ihr das so laut hören würdet, wie ich gerade über Kopfhörer. Grauenhaft. Das war eine plastische Geistererscheinung. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Geht's dir gut? Ja, alles okay. Es ist eine Sache, über das Übernatürliche zu lesen und Theorien darüber zu entwickeln und eine andere es mit eigenen Augen zu sehen. Ich weiß, was du meinst. Das muss man erstmal verdauen. An die Arbeit. Ich hatte schon genug Aufregung für heute. Ich werde hier bleiben und etwas recherchieren. Ich werde die Vergangenheit der Addisons Apartment durchleuchten und schauen, ob ich etwas über frühere Mieter und etwaige Morde finde. Das ist echt hilfreich. Während du das machst, suche ich mehr übernatürliche Orte. Perfekt. Oh, übrigens ist mir aufgefallen, dass das Steckmodul Selbstspannung hat. Das solltest du mal näher anschauen. Okay. Ist ja cool, jetzt kann ich immer mit dem Ding in der Hand rumlaufen. Da würde ich sagen, wo war das denn jetzt mit dem Geist? War das jetzt in Apartment 400 oder in 500? Also in 500 ist ja auch schon mal ein Geist gewesen. Dann werde ich da einfach nochmal reingehen. Auch wenn mir das gerade alles etwas unheimlich ist. Aber gut, ich meine, das ist ja so ein Spiel, wo, denke ich mal, nichts wirklich passiert. So, also da habe ich jetzt nichts gefunden. Keine Aktivität. Oha. Okay. Was war das jetzt gerade? Da kam ich nicht rein. Ja, dann suchen wir doch jetzt mal quasi hier die Etage ab. Achso, nee, da wollte ich jetzt nicht rein. Obwohl, naja, wer weiß, ob da nicht auch irgendwelche übernatürlichen Aktivitäten stattfinden. Moment, er hat doch gesagt, oder sie, oder es, hat doch gesagt, dass er im Badezimmer mit dem Geist redet. Da ist aber nichts. Nee, das ist mein Fernseher. Ach nee, das ist der andere Fernseher, den ich höre. Ich dachte gerade schon. Okay. Roberts Wohnung. Ja, da hättest du dich noch mal gut umschauen können. Okay,
Okay, wen haben wir jetzt hier? Das war. Okay. Es ist immer blöd, dass man dann irgendeine neue Aufgabe hat. Steht da. Ja, steht nur Suche über natürliche Orte. Was geht, Kumpel? Ja, bis später. Das waren die College-Studenten. Ja, es ist ja schön, wenn die ausgezogen sind. Ich will ja gerade übernatürliche. Was? Okay, also hier sind anscheinend überall diese komischen. Das war das, was so. Ne, falsche Taste. Das war das, was so stinkt, ne? Ja. Hier sind anscheinend überall übernatürliche Symbole versteckt, die mir jetzt irgendwie in keinster Weise weiterhelfen. Achso, das war er jetzt. Das heißt, hier habe ich eben auch schon versucht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in die erste Etage. Soll ja auch keiner wohnen. Da sollen wir ja auf Gespensterjagd gehen. Oh. Du meine Güte, was hast du da für einen entsetzlichen Apparat? Das ist ein, naja, schwer zu erklären. Du solltest nicht mit Dingen herumspielen, von denen du nichts verstehst. Okay. Geht es Ihnen gut? Ob es mir gut geht? Seit langem schon nicht mehr. Außerdem, was ist schon gut? Ich meinte eigentlich, ich weiß schon, Sally. Ich werde nicht in deiner Gegenwart den Löffel abgeben. Zumindest nicht heute. Okay. Das war jetzt mal irgendwie eine seltsame Sache. Es ist Gibson. Ja, wahrscheinlich. War ich jetzt hier rechts eben schon? Ach so, das war mit Edison. Okay, hier ist nichts. Vielleicht ein Baumhaus, das könnte noch sein. Aber das Baumhaus, da kam ich jetzt von ihm aus rein, ne? Das war jetzt nicht hier. Oh, okay. Was zum... Ja, das ist irgendwie seltsam alles. Badezimmer. Larry's Zimmer.